Sabine Wachs. Die Diplom-Designerin entwirft und produziert unter ihrem Markenzeichen unikative Objekte, exklusive Interieurs, Gefäßarrangements sowie Projekte für Kunst am Bau. Neben immer wieder neuen Ideen für unikative Einzelstücke hat Sabine Wachs ein Sortiment extravaganter Gefäßobjekte entwickelt, das sie in kleinsten Auflagen von A bis Z selbst produziert und ständig erweitert. Hier werden aufwendige, traditionelle Manufakturtechniken in moderner Formensprache neu zelebriert. Was ist es eigentlich, das hier entsteht? Ein Gebrauchsgegenstand oder ein Kunstobjekt? Die Übergänge sind fließend. Denn solche Porzellane passen nicht in übliche Kategorien und Schubladen. Als Ausdruck einer persönlichen, künstlerischen Handschrift sind sie vor allem unverwechselbar, authentisch und originell. Sie zeugen von Fantasie und ungebremster Arbeitsfreude. Der Werkstoff Porzellan hat erstaunlich viele Gesichter. So hat Sabine Wachs begonnen, die Anwendung in Architektur und Interieur für ihr Repertoire zu erschließen. So entwarf und produzierte sie eine Gestaltungskonzeption für den neuen Kinder- und Wellnessbereich des Stadtbades Döbeln. Mit plastischen, manuell reliefierten und handgemalten Porzellanplatten. Hier konnte sie die Vorzüge des Werkstoffs bei der Anwendung an Bauten voll zur Geltung bringen. Neben seiner Beständigkeit, Wandelbarkeit und durch seine Variabilität in der Gestaltung und Veredelung können in Porzellan maßgeschneiderte, unikative Lösungen für öffentliche wie für private Gebäude entwickelt und gefertigt werden. Je nach den konkreten architektonischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel den baulichen Maßen, dem Charakter des Ambientes und auch den Intentionen von Architekten, Bauherren und Nutzern.